13 Uhr. Südfunk Stuttgart, Sie hören Nachrichten. In wenigen Sekunden ist es 13.30 Uhr. Süddeutscher Rundfunk. Frankenradio Heilbronn. Wir haben Nachrichten für Sie. Es wird 11 Uhr. Süddeutscher Rundfunk Stuttgart. SDR-Nachrichten. Die Zeit, es wird 21 Uhr. S4 Baden-Württemberg. Nachrichten. Die Zeit, gleich ist es 8 Uhr. S4 Baden-Württemberg. Nachrichten. Es ist 7.30 Uhr. S4. Baden-Radio Info. Mit Bernhard Basler. Es wird 11 Uhr. SWR4 aktuell. Es wird 8 Uhr. SWR4 aktuell. SWR4 aktuell. SWR4 Baden-Württemberg, die Nachrichten. Es ist 6 Uhr, am Mikrofon Sabine Gronau. Guten Morgen, meine Damen und Herren, heute ist Samstag, der 14. Juli. SWR4 Rheinland-Pfalz, die Nachrichten. Es ist 13 Uhr. SWR4, die Nachrichten. 20 Uhr. SWR4, die Nachrichten. 9 Uhr. SWR4 Baden-Württemberg, die Nachrichten. Mit Rudolf Gugelsberger. Guten Tag, die Schlagzeilen um 13 Uhr. Gewaltsame Proteste gegen Koranverbrennung, jetzt auch in Nordafghanistan. Rotes Kreuz holt erstmals Menschen aus syrischer Stadt Homs. 50 Jugendliche retten sich aus brennendem Reisebus. Das Wetter in Baden-Württemberg, Wolken und vereinzelt Nieselregen, später stellenweise Sonne, 5 bis 12 Grad. SWR4 Baden-Württemberg. Die Nachrichten. Mit Annette Peuer, guten Morgen. Die Schlagzeilen um 8 Uhr. SWR4 Baden-Württemberg. Aus dem Studio Stuttgart. Die Regionalnachrichten. Mit Jochen Bruchel. Guten Morgen, die Schlagzeilen. SWR4 Rheinland-Pfalz. Die Nachrichten. 21 Uhr. Im Studio Jeanette Schindler. SWR4 Rheinland-Pfalz. Ihre Nachrichten. 9 Uhr im Studio Oliver Böhm. SWR4. Die Nachrichten. 0 Uhr. SWR4 Baden-Württemberg. Die Nachrichten. Um 10 Uhr mit Petra Reckner. Guten Morgen. Linke will auf Parteitag Wahlprogramm beschließen. A8 nach Überflutung Richtung Karlsruhe wieder frei. Aktionen für bezahlbaren Wohnraum, unter anderem in Esslingen und Ravensburg. Das Wetter, Sonne und Wolken, später einige starke Gewitter bei 28 bis 34 Grad. 12.30 Uhr. SWR4 Baden-Württemberg. Aus dem Studio Stuttgart, die Regionalnachrichten. Mit Katja Trautwein. Migrantenvereine in der Region kritisieren AfD-Pläne. Junger Mann im Kreis Göppingen mit Messer und Pistole bedroht und ausgeraubt.
Und das Wetter, Wolken oder Hochnebel, später immer mehr Sonne. Minus 2 bis plus 1 Grad. SWR 4 Rheinland-Pfalz. Die Nachrichten. 17 Uhr im Studio Andreas Herrler. Deutschland ist zum ersten Mal Basketball-Weltmeister. Der DFB hat sich von Hansi Flick als Fußball-Bundestrainer getrennt. Das Wetter in Rheinland-Pfalz bis zum Abend oft sonnig. Morgen nochmal viel Sonne, vereinzelt lockere Wolken, 28 bis 32 Grad. 12.30 Uhr. SWR 4 Rheinland-Pfalz. Die Regionalnachrichten. Aus dem Studio Mainz mit Damaris Diener. Mehr Verkehrsunfälle in Rheinhessen. Fridays for Future ruft zum Klimastreik in Mainz auf. Das Wetter, Wolken und am Nachmittag auch mal Sonne. SWR 4. Die Nachrichten. Um 23 Uhr mit Christina Trautwein. Die Taliban verkünden im afghanischen Präsidentenpalast ihren Sieg. Auf Haiti geht die Suche nach Verschütteten weiter. In Spanien brennen mehrere Wälder. Das Wetter, in der Nacht örtlich Gewitter, morgen wechselhaft und kühler bei 16 bis 24 Grad. SWR 4. Die Nachrichten. Um 0 Uhr mit Ronald Lessig.